So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening und wir haben Commander Legends Dungeons and Dragons Schlacht um Baldur's Gate Z-Booster. Z-Booster, was schon offen ist. Was? Was? Das ist ein cooles Z-Booster. Das ist nicht geplant. Zukunft und Markt bitte rausschmeißen. Ich hoffe, ich denke dran. So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und zwar Commander Legends 2, Dungeons & Dragons Schlacht um Baldur's Gate. Gucken wir uns mal das Booster an. Machen wir es mal auf. Und gucken mal, was wir da drin haben. Auf jeden Fall ist schon mal eine Karte von der Liste da drin. Zu sehen hier hinten an dem Rücken, weil es gibt keine Double-Sided-Karten. Und wir haben... du bist ja hübsch. Du bist ja richtig hübsch. Dann haben wir einen Sumpf. Wieder mit Ding. Dann haben wir einen Rashad Rashir. 3-0-3. Kreaturen, die du kontrollierst, weisen Kampfschaden in Höhe der Verteidigungsstärke zu. Okay, das ist cool. Davon gibt es mittlerweile viele. Immer wenn der angreift oder du die Initiative hast, verdopple den Ende der Widerstandskraft einer Kreatur, die du kontrollierst. Und du die Initiative hast. Okay. Und wir können Hintergrund wählen. Das ist ein Commander. Geil. Geil. Es gibt zwei davon. Das kann ich nicht mal lesen. Nemesis für Phönix. Wahrscheinlich Phönix. Soll das so? Ist das so gewollt? Egal. 5 Mana, 4-2 fliegen. Für 3 Mana können wir den aus dem Friedhof getappt und angreifend ins Spiel zurückbringen. Können wir nur während der Angriffe Declarer machen. Und nur, falls wir 2 oder mehr Gegner angreifen. Okay. Astrale Konfrontation. 5 Mana Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kostet 1 Mana weniger für jeden Gegner, den du angreifst. Und danach schickt mir eine Kreatur ins Exil. Okay, wir können im Combat für 1 spielen, wenn wir 4 Gegner angreifen im Endeffekt. Gut, Commander-Runden bestehen nur noch aus 4 Leuten, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Unsere Farbe ist weiß. Cool. Würmruh-Übergang-Patrouille. 1 Mana 1-1 mit Myriade. Immer wenn diese Kreatur angreift, kriegen wir für jeden Gegner eine Kopie. Die kriegt Eile, muss den angreifen, kommt getappt ins Spiel und wird am Ende zu ins Exil geschickt. Dann haben wir ein Zitadellentor, kommt getappt ins Spiel, tappen für weiß. Oder, und wenn es ins Spiel kommt, können wir irgendeine Farbe auswählen, außer weiß. Und das macht halt manabilige Farbe. Also dieser Farbe, die ausgewählte Farbe. So ist es richtig. Mein Gott, Blackie. Schwarz-Drachentor, dasselbe in schwarz. Noch eins. Nee. Riesen-Ankek. 8 Mana, 8-8, Trampelschaden. Abwehr 2, andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Trampelschaden und Abwehr 2. Wow. Es gab mal eine Zeit, da war ein 7-Mana 7-7 ankam. Also ein 8-Mana 8-8er mit Trampelschaden, mit Abwehr 2. Und alle Kreaturen haben noch Zeug. Krass. Korridor Seherin, Tiefling Hexenmeister. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Tiefling. 4-Mana 2-2 Lifelink und wenn ein Spiel kommt, übernehmen wir die Initiative. Dann kriegen wir so einen komischen Token. Ich habe den doch gerade eben hier irgendwo rumliegen gehabt. Hier. Ha. Da. Wir übernehmen die Initiative. Das ist sowas wie dieses komische Monarch-Ding. Nur, dass wir hier dann halt in diesem Dungeon venturen. Das ist ganz nett. Und ja. Dann haben wir Beehender-Axt. Ah ne, zu Beginn des Endsegments, falls du die Initiative hast, legen wir bis 1 mal auf den. So. Beehender-Axt. Eine Ausrüstung, die man Adventure schicken kann. Für 3 Mana ist die ausgerüstete Kreatur verdoppelt ihre Stärke bis zum Zug, wenn sie angreift. Für 2 Mana ausrüsten. What? What? Ist nicht Doppelschlag, sie verdoppelt die Stärke. Okay, Wizards. Und für 2 Mana kriegt eine Kreatur Doppelschlag bis. What? Das heißt, wir können für 3, 5, 6, 7 eine Kreatur plus die vielfache Schaden geben lassen. Wow. Und wir haben hier Mürkel, Fürst der Knochen. 7 Mana, 7, 5. Solange du so viele Lebenspunkte hast wie deine Startleben. Ne, halb so viele Lebenspunkte wie die Startleben oder weniger, hat der Unzerstörbarkeit. Und immer wenn ein Nicht-Spielkreaturstern, die du kontrollierst, stirbt, kannst du sie ins Exil schicken. Falls du dies tust, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie ist und ist noch eine Verzauberung zusätzlich zu den anderen Kartentypen. Nee, außer dass er eine Verzauberung ist und alle anderen Kartentypen verliert. Das ist eine Nicht-Spielkreaturstern. Kannst du sie ins Exil spielen? Falls du dies erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie in der Karte ist. Dann ist das keine Kreatur mehr und hat noch die Basic, die statischen Effekte. Aber keine. Was ist das denn? Das ist ein legendärer Kur. Gott. Okay. D&D ist nicht so einfach. D&D ist echt nicht so einfach. Dann haben wir einen Weiser vom Kerzburg. 3 Mana Hintergrund. Legendäre Verzauberung. Kommandeur, Besitzspieler und der Kreatur, die man besitzt, haben, wenn sie das Spiel kommt oder das Spiel verlässt, sie eine Karte. Das ist ganz nett.
Dann haben wir ein, oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott, ich war mal eine 1-4. Corellas, die Drachensängerin. Das ist echt voll. Ich weiß gar nicht, ob ich das, da kriege ich so ein bisschen rein. Es ist auch sehr duster wieder. Aber nicht so duster wie im letzten Mal. Sie haben daraus gelernt. Ihr könnt die oberste Karte und 6 beliebig angucken, können Drachen von oben vom Deck wirken. Oh mein Gott, wie cool die ist. Dann haben wir ein Astarion der Dekanate. 6 Mana, 4-4, Lifelink, Death Touch. Zu Beginn des Endsegments bestimmen wir eins. Wir haben Futter oder Freunde. Futter bedeutet, ein Gegner und so weiter verliert so viele Lebenspunkte, wie er in diesem Zug schon verloren hat. Oder Freunde, wir halten Lebenspunkte, die wir in diesem Zug dauerhaft zugefügt haben. Nee, die du in diesem Zug. Ah, du hältst so viele Lebenspunkte dazu, wie du in diesem Zug zugehalten hast. Also entweder verliert der Gegner so viel Leben, wie er verloren hat. Also ein Gegner. Oder wir bekommen so viel Leben, wie wir gekriegt haben. Das Ding. Dann haben wir eine Foil, Agent der Schattendiebe als Hintergrund. Immer wenn eine Kommandeurkreatur, die wir haben, angreift, also weil es alle Kommandeurkreaturen hat, weil es ein Hintergrund ist, weil sie dann keine Lebenspunkte hat, falls kein Gegner mehr Lebenspunkte hat, als der, legen wir eine 1 Marke drauf und sie hat Lifelink und Zerstörbarkeit des Mindestzuges. Das ist mächtig. Und wir haben ein Noxious Revival. Es sind wieder Uncommons im Slot. Und Commons anscheinend. Und ich bin super happy, ich brauchte die Karte noch. Cool. Es heißt natürlich, dass die Liste wieder ein bisschen schlechter ist, aber na, was soll's. Für 2 Leben oder ein grünes legen wir eine Karte von Samt Friedhof oben auf unser Deck. Geil. Ja, soviel zu dem Set-Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Donnerstag machen wir noch einen Booster auf. Soviel bald ist Geld. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.